Cup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Hopp. Und den nächsten Letzten. Hopp. Hopp. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. C.
So, ihr Lieben, dann begrüße ich euch recht herzlich zu You'll Never Talk Alone. Das Ganze jetzt schon zum 19. Mal, das muss man sich überlegen. Ja, und eigentlich wollten wir ja heute auch wieder richtig Fußball live zeigen. Aber es ist uns verwehrt, also heute kein Live-Spiel. Deswegen You'll Never Talk Alone. Das Ganze haben wir erfunden, ja, im ersten Lockdown, weil ja eines klar ist, Samstag ist Kickers-Zeit und ihr wollt die Kickers sehen. Kein Samstag kann es geben ohne Kickers Offenbach. Deswegen You'll Never Talk Alone. Ja, und da würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal rein, was wir denn heute im Programm haben. Und das hat es heute wirklich in sich, das kann ich euch schon mal sagen. Also das sind viele, ja, richtig historische Dokumente sozusagen, die ihr gezeigt bekommt. Und naja, ihr habt es aus der Ankündigung schon erfahren, also das wird eine tolle Sendung. Ja, und schon am letzten Samstag hatten wir im Intro auch in dem Live-Bild darauf hingewiesen, dass unser Freund Zeppel Weilbecher von uns gegangen ist. Heute wollen wir ihn nochmal ganz offiziell und auch würdig verabschieden. Ja, und Zeppel war ja auch einer der großen Helden von Hannover und so schauen wir natürlich auch nochmal auf den deutschen Pokalsieg, DFB-Pokalsieg 1970 zurück. Kickers Offenbach als erster Zweitligist gewann den DFB-Pokal und wie gesagt, Zeppel Weilbecher war dabei. Wir haben für euch alle Tore, alle Aufreger, ja, und alles, was damit zusammenhängt. Auch natürlich der gigantische Empfang von zigtausenden OFC-Fans in der Offenbacher Innenstadt und das ging ja schon an der Autobahn los auf der A3. Unglaubliche Szenen, all das wollen wir nachher uns nochmal hier ein bisschen anschauen. Ja, und ihr sollt natürlich auch heute wieder die Kickers sehen, ganz klarer Fall. Dafür haben wir ganz frische Trainingsbilder und da darf ich euch schon mal ja sagen, da könnt ihr euch drauf freuen, denn das ist interessant zu sehen, was da alles so gemacht wurde. Ja. Erwin Kostede, eine, vielleicht sogar die größte OFC-Legende, melde sich zu Wort. Wir haben mit ihm telefoniert und ihr sollt auch nochmal seine genialen Tore für unsere Offenbacher Kickers sehen. Ja, und natürlich darf auch heute unser Kickers-Malwurf Schorsch nicht fehlen. Heute schauen wir ihm mal ganz besonders auf die Finger. Oder anders gesagt, wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen, was der Schorsch da so treibt. Ja, und auch heute soll unser OFC-Geschäftsführer wieder das Wort haben. Wir wollen ja hören, was es denn jetzt gibt. Was heißt das für den OFC, die Regionalliga-Entscheidung, wie es denn weitergehen jetzt soll in der Regionalliga Südwest. Ja, und dann haben wir Tunay Dennis, ein genialer Instinktfußballer, der den ein oder anderen Geniestreich schon vollführt hat. Er soll heute unser Stargast sein. Wir versuchen ihn wie gewohnt live in die Sendung zuzuschalten über Skype. Ja, und kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema und das ist gleich ein ganz, ganz trauriges. Wir haben es letzte Woche schon verkündet. Zeppel Weilbecher, unser Pokalheld, ist von uns gegangen. Die Offenbacher Kickers trauen um Josef Zeppel Weilbecher, der in der Nacht von letzter Woche Donnerstag auf Freitag im Alter von 75 Jahren im Krankenhaus verstorben ist. Zeppel Weilbecher war mit den Offenbacher Kickers gleich zweimal Bundesliga-Aufsteiger und deutscher Pokalsieger im Jahre 1970. Dem OFC, bei dem er in den 1990er Jahren zeitweise Vizepräsident und später auch Mitglied im Verwaltungsrat war, ist er bis zu seinem Lebensende verbunden geblieben. Zeppel war durch und durch ein echter Kickersmann. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen um ihn trauernden OFC-Fans. Ruhe in Frieden, Zeppel Weilbecher. Ja, und Zeppel Weilbecher war ja, wie gesagt, auch deutscher Pokalsieger mit den Offenbacher Kickers. Und das führt uns eigentlich jetzt dann auch zu unserem nächsten Thema. 50 Jahre ist es mittlerweile her. Und ich denke, unsere Helden haben einfach nochmal diese Ehre verdient. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie das Ganze damals gelaufen ist. Alle Aufreger, alle Tore, ja, jetzt hier zum deutschen Pokalsieg der Offenbacher Kickers 1970. Im Niedersachsenstadion übernehmen überraschend die Offenbacher Kickers vor 55.000 das Gesetz des Handelns. Sie spielen in dunklem Dress und greifen immer wieder geschickt aus der Defensive an. Das ist rechts außen Gex, passt zu Weida und dem Kölner Schlussmann Mangnitz hilft der Pfosten. Weida, der zusammen mit Wilfried Schäfer das Mittelfeld beherrscht und außerdem Wolfgang Overath keine Zeit zum Dirigieren lässt. Wieder Offenbach. Egon Schmidt rückt nach vorne,
sieht links außen Winkler frei. Hier ist Winkler, der lässt Thielen stehen und mit seinem Flachschuss Manglitz keine Chance. 1:0 für die Kickers nach 24 Minuten und dabei hätte wohl jeder Kölner Anhänger auf den Sieg seiner Elf den Inhalt seiner Brieftasche gesetzt. Nochmal die Zeitlupe, die diesen Treffer zeigt. Unhaltbar für Manglitz. Helmut Schmidt treibt an. Angegriffen von Simmet. Flanke, Weida und Manglitz. Gerade noch gut gegangen. Kölner Gegenzüge. Overath, dem heute nicht so alles glückt wie dieser Pass zu Paritz. Aber der Kölner Mittelstürmer wird von Helmut Schmidt gerempelt und der indirekte Freistoß bringt nichts ein. Torhüter Volz war das eben. Die Kölner stürmen weiter. Hannes Löhr, auch er bleibt an der Abwehr der Offenbacher hängen, die tief gestaffelt steht und von Hans Reich hervorragend organisiert wird. Die optische Überlegenheit der Kölner bringt in der ersten Halbzeit nichts mehr ein, da Offenbach eine starke Gesamtleistung bietet, in der einfach kein schwacher Punkt zu finden ist. Zweite Hälfte. Offenbach taucht des Öfteren gefährlich am Kölner Strafraum auf. Schäfer und Gex gerade noch gestoppt. In der 64. Minute Eckball für Köln. Und passen Sie bitte auf, was nun geschieht. Links außen Winkler verlängert zum lauernden Gex. Der stürmt nun alleine über das halbe Feld Manglitz entgegen. 2:0. Die Offenbacher sind außer sich vor Freude, während die Kölner nun alles auf eine Karte setzen. Kapellmann. Schauen Sie die Deckung der Offenbacher. Hemmersbach. Ein weiter Flankenball. Weber. Löhr verlängert. Nur noch 2:1. 9 Minuten nach dem 2:0. Im Kölner Lager schöpft man wieder Hoffnung. Rupp, der für Thielen in die Mannschaft kam, wird hier im Strafraum von zwei Offenbachern vom Ball getrennt. Er stürzt und Schiedsrichter Schulenburg aus Hamburg zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und das 5 Minuten vor dem Ende. Viel Aufregung um diesen Strafstoß. Zuschauer drängen auf das Spielfeld. Die Polizei muss einschreiten. Und es gibt tumultartige Szenen, die wir nicht auf einem Fußballfeld sehen wollen. Um ein Haar wäre es zu einem Skandal gekommen. Fast 3 Minuten dauert dieses Spektakel. Dann ist Werner Biskup bereit. Torwart Volz ahnt die richtige Ecke, ist überglücklich, während Biskup traurig davongeht. Noch einmal die Glanzparade des Offenbacher Torhüters, der damit die 2:1-Führung rettet. Wenig später fasst das 3:1 durch Nährlinger, aber Manglitz steht richtig und Gex kommt zu spät. Es bleibt beim 2:1 für Offenbach. Dann pfeift Schulenburg ab. Der deutsche Pokalmeister 1970 heißt Kickers Offenbach. Der Außenseiter triumphiert über den hohen Favoriten. Und das recht eindrucksvoll. Lange Gesichter bei dem starken Anhang aus Köln und mit Gewissheit eine lange Nacht in Offenbach. Also das war doch wirklich eine super Geschichte. Toll, wie sie da die Kölner schwindelig gespielt haben. Und ihr habt es gesehen, ja, der OFC-Fan ist halt der OFC-Fan bei den Tumulten rund um die Elfmeterausführung. Ja, da muss man schon ein bisschen schmunzeln, ganz klarer Fall. Naja, und wo wir gerade bei den Fans sind, bei den OFC-Fans, zigtausende säumten damals die Straßen vom Flughafen bis in die Offenbacher Innenstadt. Und auch dazu haben wir richtig die Originalbilder noch und ich würde sagen, schauen wir sie uns mal an. Ich will heim nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach, auf den Viehberg Offenbach. Wer macht jeden Gegner Platz? Kickers Offenbach, wo ist Stimmung Tag und Nacht? Kickers Offenbach. Nur nach oben, nie bergab, Kickers Offenbach. Loch und Bier und Currybrot, Kickers Offenbach, Offenbach. Ich will zurück nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach, auf den Biberg. Daily what I never get there. I will come on a little night in my gun. I'm a Rasta, but I am a full man. Yes, from the Rasta. I'm
a rasta, dem a sister, dem a fast, and then dem a full man. Here's bones of wake up and walk a top. Hey, but it's going up and down the sky. Doctora, que je sab, que cats up and bab. Now he'll ich will zurück nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach, hier Mann, auf den Biberg Offenbach, nur noch Kickers Offenbach. Ach, war das schön. Ja, ich bin immer noch sauer auf meine Mutter, die mich nicht mit nach Hannover fahren ließ, obwohl ich doch schon 2 Jahre alt war. Also unglaublich. Ganz anderes Thema. Ihr wollt die Kickers sehen, ihr wollt die Kickers sehen. Ganz klarer Fall. Und da würde ich sagen, zeigen wir sie euch. Hier die aktuellen Trainingsbilder aus dieser Woche. Dann sind wir alle da. Wir überstehen auch schwere Zeiten oder holen uns den Pokal. Wir haben's nicht immer leicht. Und ab und zu tut's sogar weh. Doch keiner kann uns stoppen. Hier kommt der UFC. Wir können uns nur einmal verlieben. Wir sind offenbar immer weiter mit Herzblut und Leidenschaft. OFC, egal welche Liga, immer rot-weiß seit 1901. Wenn du ein Fußball unterhältst, dann muss die Kickersglocke läuten. Egal, ob ihr es am Ende dreht, wir wollen nur sehen, ihr habt gekämpft und euch zerrissen. Wir können uns nur einmal verlieben und haben uns für dich entschieden. OFC, wir sind offenbar immer weiter mit Herzblut und Leidenschaft. OFC, egal welche Liga, immer rot-weiß seit 1901. Kriegt uns keiner klein, keiner kriegt uns klein. Wir
habt ihr die Jungs trainieren sehen und jetzt wollen wir uns mal um unsere Partner kümmern und der UFC hat wirklich großartige Unterstützer und einen wollen wir euch heute mal vorstellen und das ist die Firma DHC Media. Schaut es euch mal an. Von ganz, ganz tollen Partnern. Ganz klarer Fall. Unsere Nummer 1, was Drucksachen aller Art angeht, DHC Media. So, und bei diesem Namen, Erwin Kostede, da kommen alle UFC-Fans richtig ins Schwärmen. Regelmäßig schoss er die Hühner von der anderen Mainseite ab. Er schoss das Tor des Jahres und er war der erste farbige Nationalspieler in Deutschland. Ach, da könnte man jetzt noch so vieles ergänzen, aber ich würde sagen, wir telefonieren einfach mal mit ihm. Ich versuche ihn mal zu erreichen. Hallo, hier ist Lars Kistner vom UFC, servus. Ah, hallo. So, da ist er also tatsächlich jetzt in der Leitung, Erwin Kostede, das freut mich natürlich total. Da muss ich erstmal fragen, wo genau steckst du denn? Im Münsterland irgendwo, ne? Ja, richtig. Das in Eberswinkel, das ist ein Ort bei Warendorf, das ist Münsterland. Und ich komme aus Münster, komme ich her. Und da bin ich hier dann hingezogen. Ja. Ich war überall. Ja, ich weiß. Und man hört aber so ein bisschen den nordrhein-westfälischen Slang so ein bisschen. Ja, und ja, hier in Offenbach warst du ja auch eine ganze Weile zu Hause und wir erinnern uns alle noch mit großen Freuden, kramen immer mal wieder in den Büchern, schauen uns Videos an. Wir haben auch jetzt hier Videos laufen, während wir telefonieren, da können die Fans das alles ein bisschen sehen, deine schönsten Tore und so weiter. Erzähl mal so ein bisschen, wie war das denn in Offenbach? Was verbindest du denn noch mit Kickers Offenbach? Ja, Offenbach, das ist speziell, ist das. Ne? Und ich war ja überall, also ich bin von Standard Lüttich nach Offenbach gekommen. Ja. Und der Herr Canellas, der hat mich geholt. Und das war auch ganz speziell. Und ich war schon in Offenbach in der Wohnung, bin ich schon eingezogen. Und dann stiegen die Offenbacher ja am Grüntisch ab. Ja. Das war damals so. Und dann bekam ich ein Angebot von Feyenoord Rotterdam und wollte das so annehmen. Und nur meine Frau hat gesagt, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, weil ich mit der Canellas gesprochen habe. Er hat gesagt, ich kann woanders hingehen, aber ich würde sich auch freuen, wenn ich auch in der zweiten Liga spielen würde, mit Offenbach. Ja, das habe ich überlegt und so und so. Und ich wollte ja hoch hinaus früher. Und und dann habe ich den Herrn Canellas versprochen, ich bleibe hier. Ja, und mit dem UFC lief es ja auch gut, ne? Sowohl für die Kickers als auch für dich. Das war ja eine tolle Zeit. Natürlich. Und wir hatten eine tolle Mannschaft, darf man nicht vergessen. Ne? Auf jeden Fall. Sigi Held und Pille Gags und Lothar Skala. Wir hatten schon eine gute Mannschaft, ne? Und Freddy Bockert im Tor. Also, wir haben nicht ein Spiel verloren in der zweiten Liga. Ne? Und auch in der Bundesliga habt ihr ja regelmäßig unsere besonderen Freunde von der anderen Mainseite rasiert, ne? Und du allen voran. Wo wir das erste Mal hinkam, das weiß ich heute so klar wie damals. Sind wir mit dem Bus vorgefahren, Frankfurter Waldstadion. Also das war das zweite Spiel, Entschuldigung. Erstes Spiel war auf dem Bührer Berg. Die haben wir dann 3-2 haben wir denen geschlagen, in Eintracht. Mhm. Aber das zweite Spiel war in Frankfurt und da standen die Hooligans oder wie darf ich die nennen, weiß ich nicht, aber keine Fans, standen die da für die Frankfurter und haben geschrien, Offenbarer Kicker, 10 Schwule und ein Nigger. Ja. Und dann habe ich dann nur hochgewunken, ich sage, Leute, wir sehen uns. Genau, und dann hast du es auf dem Platz geregelt. Den hast du ja, wie gesagt, immer mächtig eingeschenkt. Ne? Wir haben ja auch hier so ein paar Bilder noch, die gerade laufen, wo du denen da mal so richtig zeigst, wo der Hammer hängt. Überhaupt muss man sagen, das war eine tolle Mannschaft. Und du hast ja damals auch hier ja dein Tor des Jahres, ich sag Tor des Jahrzehnts geschossen. Ne? Ja, Tor des Jahres war das, ja genau, richtig.
Richtig, gegen Berti Vogt, ja genau. Genau. Man weiß alles noch, ne? Und besonders gestern wäre bei mir. Überhaupt, also Offenbach, das ist jetzt nicht so dahingesagt von Erwin Kostede. Also Offenbach hat mich richtig wohl gefühlt. Ja, ich war ja fast überall, ich war in Frankreich, Belgien und in Deutschland war ich ja auch ziemlich bei vielen Vereinen. Ich wollte überhaupt nicht mehr weg, ich wollte mir das aufbauen Offenbach und ich wollte nicht weg, aber dann musste ich weg, weil der Präsident Böhm, weil das damals, der musste mich verkaufen, finanziell, auf finanzieller Seite. Ja. Und dann bin ich nach Hertha BSC gegangen. Wo hast du damals gewohnt, im Bereich? In Hausen. In Oberzhausenhausen, ah ja, schön, okay. Bei der Familie Grimm unten, die haben oben gewohnt, die Familie Grimm. Genau. Und eine nette Familie und ich habe mich da wirklich wohlgefühlt. Ja. Ja, du, weil wir eben bei den ganz besonderen Freunden von der anderen Mainz-Seite waren, da gab es ja auch noch mal so einen kleinen Vorfall, denn du hast doch da versucht, deinen Fiat irgendwie in Frankfurt zur Reparatur zu bringen, ne? Kannst du richtig genau. Und bin ich am Montagmorgen hin. Und das war natürlich nach dem Spiel, ne? Nach dem 3-0. Und die haben mich nicht bedient. Ich komme nur nächste Woche wieder. Ich sage, ich komme gar nicht wieder. Das heißt, die haben dich erkannt, haben gesehen, der hat uns ein eingeschenkt. Ja, so war das, hundertprozentig. Ne? Und ich weiß noch, wo ich weggefahren bin, waren sie am Lachen. Ne? Ja. Irgendwie kam ihnen das auch blöd vor. Aber so war ich auch. Dann habe ich gesagt, nee, ich komme hier nicht mehr hin und fertig aus. Ne? Naja, da muss man konsequent sein, ganz klar. Ja, genau. Ja, und dann hast du gesagt, ihr habt mit Riesenspielern da agiert. Sigi Held hast du schon genannt, Winnie Schäfer. Du hast aber auch noch andere gekannt, zum Beispiel Dieter Möller. Ne? Mit dem hast du doch dann, wenn ich das richtig sehe, später noch die A-Lizenz als Trainer gemacht. Ja, in Köln, ne? Ja, genau. Das war damals in Köln, nicht in Köln war das damals. Oder Hennef, auf jeden Fall. Dieter Möller zum Beispiel ist auch ein Thema. Für mich ein großartiger Spieler. Und ein Name, den muss ich auch nochmal nennen, Lothar Skala. Was verbindest du mit Lothar ihm? Lothar war mein Freund. Wir haben uns angefreundet, Lothar, und ich muss es auch so mal so sagen jetzt. Es war ja nicht alles Grenzen bei mir und ich habe auch viel Geld verloren damals. Und mein eigener Steuerberater hat mich da beschissen. Und ich war so gutgläubig. Naja. Und der Lothar hat in vielen Fällen hat er mir geholfen, damals schon. Und das muss ich sagen. Und wir waren auch oft zusammen, auch wenn wir feierlich zu Hause gehabt haben, wo ich in Hausen gewohnt habe, noch da war er auch da mit seiner Frau. Und Lothar, wir haben uns später auch gesehen, auch wo er in den USA gespielt hat. Also Lothar war schon mein Freund. Und leider, dass er gestorben ist, es tut mir so leid. Ja, gut, du hast auch ein paar Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ne? Das haben wir letztes Jahr mitbekommen mit deiner Frau. Das tut uns sehr, sehr leid. Aber du kämpfst dich so durch, ne? Es geht immer so auf und ab. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber du warst auch ein bisschen krank und aber richtig. Du gibst nicht auf, ne? Ich bin auch krank, aber da wollen wir nicht jetzt hier so. Nee, das wollen wir jetzt auf nicht. Auf jeden Fall, mein Leben war auch nicht so einfach. Nur der liebe Gott, ich sag immer, hier in Deutschland hat er mir die falsche Hautfarbe gegeben. Aber er hat mir das gegeben, das Fußballerische. Am Ball war ich wirklich gut. Ich war nicht der Schnellste, aber am Ball, das hat er mir gegeben, der liebe Gott. Aber weil du gerade die Hautfarbe ansprichst, du warst der erste farbige Nationalspieler und hast im Grunde da auch für Furore gesorgt. Hast natürlich das auch ein bisschen das Problem gehabt, dass wir damals mit Beckenbauer und Gerd Müller und so weiter, das sind ja Namen, die kennst du ja auch alle persönlich. Ne? Richtig. Und Gerd Müller, der stand auch so ein bisschen bei und vor dir, ne? Ja, natürlich. Und ich könnte auch Geschichten erzählen von Gerd Müller, das möchte ich jetzt nicht. Das ist ja, das geht immer ins Private rein, das möchte ich jetzt auch nicht so. Ich kann nur eins sagen, Gerd Müller war für mich einer der größten Spieler der Welt. Also jetzt Tormaschine, ne? Ja. War dann filigrane Technik, oder? Das ist klar, aber man braucht auch Technik, um Tore zu schießen. Ne? Auf jeden Fall. Auch, ja, ne? Ja. Und ich habe nachher habe ich den Gerd auch persönlich kennengelernt. Und zwar war er Co-Trainer der A-Jugend in Bayern. Bayern. Ja. Und da haben wir in Dortmund gespielt und dann rief mich der Ben Nickel an. Ja. Der hatte so ein Freundschaftsspiel da und ich wollte da auch spielen. Und dann habe ich den Gerd abgeholt. Mhm. So, und dann saß er bei mir im Wagen und dann sind wir dann gegen Frankfurt gefahren.
Und dann hat er erzählt, der Gerd. Und da habe ich gedacht, das ist der Gerd Müller. Sympathisch, ohnehin, willig. Ja, ja, toller Kerl. Also wirklich ein ganz feiner Kerl. Ja. Und leider ist er heute ja sehr krank. Ja, 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 ja. Aber wir hatten es eben von den großen Namen. Es war ja nicht nur Gerd Müller, mit dem du da zu tun hattest, sondern auch der Kaiser Franz. Und da gab es ja auch eine besondere Begebenheit. Ich denke nur an dein allererstes Länderspiel in Wembley, im Wembley-Stadion. Und ja, da haben alle, da hat der Kaiser Franz geglaubt, die Journalisten kommen wegen ihm, aber die wollen alle nur dich sehen. Erzähl mal. Und das dann kam auch zu mir. Ja, gerade in Deutschland, der erste farbige Nationalspieler. Und zwar in Deutschland, das war für die, das war auf Malta war das, ne? Und das war für die unwahrscheinlich. Ne? Das war so, wir schingen am Flugzeug aus und alle die Journalisten zum von Beckenbauer, ist ja klar, ist ja natürlich. Und dann hat einer wohl gesagt, wer ist das denn da? Hat auf mich gezeigt. Mhm. Ja, das ist unser neuer Spieler, ne? Das konnten die gar nicht verstehen. Ja. Farbiger für Deutschland, das konnten die nicht verstehen. Und dann kam er noch zu mir, ne? Ja. Und da habe ich es mal aufgeklärt. Mein Vater ist Amerikaner, den ich nicht kenne. Mhm. Und ich bin in Deutschland gut aufgehoben und ich bin gerne Deutscher. Ne? Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst, nicht nur an die große internationale Karriere, sondern speziell nach Offenbach, was war da so dein schönstes Erlebnis? Woran erinnerst du dich am liebsten, wenn du an Offenbach denkst? An Offenbach? Ja. Und zwar, man hat mich ja verhaftet damals. Und dann haben wir ein Spiel, Vorspiel von der ersten gemacht. Und wie mich die Offenbach dann empfangen haben, also das ist, das kann ich Ihnen gar nicht erklären, was da in mir vorging. Mhm. Also die haben Erwin gerufen, die Zuschauer, und ich war da zwar schon freigesprochen, mhm. aber das ging mir so unter die Haut, das war unwahrscheinlich. Und dann konnte ich auch nicht richtig spielen, aber ich war so fertig. Also und da habe ich gemerkt, die Offenbach haben mich unwahrscheinlich ins Herz geschlossen. Das war wirklich so. Ich konnte auch schlechte Spiele machen. Das war denen auch egal irgendwie. Die haben mich nie aufgefangen. Also das heißt, die Offenbacher Fans, die sind noch in Erinnerung geblieben. Das ist schon was Besonderes, ne? Ja, Offenbacher, also ich hab überall gespielt. Ich habe in Lüttich gespielt, bin Meister geworden in Lüttich. Ich habe in Laval gespielt, bin Torschützenkönig von Frankreich geworden. Aber Offenbach, das kann mir keiner nehmen. Und das ist sowas, das kann ich gar nicht erklären. Hm. Das ist bei mir so im Herzen drin. Ich habe eine Natur, die ein bisschen weich ist. Wollen wir gar nicht meinen. Ne? Aber ich habe heute manchmal Tränen in den Augen, wenn ich an Offenbach denke. Wirklich. Okay. Und ganz viele Fans geht das ähnlich. Ne? Die blättern so ein bisschen durch die Gazetten und sehen das noch und alle träumen und staunen, was der Erwin da alles für den OFC auch erreicht hat. Das ist eine ganz tolle Sache. Und bist denn noch so ein bisschen mit dem OFC verbunden, im Herzen zumindest, oder? Im Herzen nicht, also OFC ist für mich der Verein. Obwohl ich auch andere Vereine habe, ich Erfolg gehabt, Lüttich zum Beispiel, dreimal Meister. Aber das Offenbach war anders. Ja. Offenbach habe ich auch Erfolg gehabt, ne? Das ist klar. Aber Offenbach, die Menschen sind sofort auf mich zugekommen und die haben mich sofort gemocht. Und ich mochte auch die Zuschauer. Also ich habe auch gewusst, ich kann Fehler machen. Die verzeihen das. Ne? Mhm. Und so war das auch. Ne? Und Gott sei Dank habe ich auch gute Sachen gemacht in Offenbach. Ne? Und habe dann alles zurückgezahlt. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und die Fans, die würden sich riesig freuen, dich mal wieder in Offenbach zu sehen. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal versucht und dann hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber wir arbeiten noch dran, ne, wir beide? Ja, richtig, genau. Das machen wir auch. Und ich komme auch. Also wenn meine Mutter das erlaubt und alles, dann ich komme. Ne? Na gut, dann habe ich mich total gefreut, dass wir jetzt nochmal hier ins Gespräch gekommen sind und die Fans freuen sich auch total. Das wird eine tolle Reaktion hier werden, auch die ganzen Tore hier nochmal zu sehen. Dann sage ich einfach mal Glück auf und auf, dass wir uns hoffentlich ganz, ganz bald mal tatsächlich sehen und dann natürlich in Offenbach am Biberer Berg. Ja, da wünsche ich mir auch und ich bedanke mich für den netten Anruf und ich weiß auch von dem, dass Sie ein ganz netter Mensch sind und wir wollen nur Gutes. Alles klar. Und ich will auch nur Gutes und vor allen Dingen auch Gutes für den OFC, dass wir mal wieder aufsteigen und bessere Zeiten erleben.
Ja? Das wünschen wir uns von Herzen. Alles Gute, Glück auf, danke. Ich bedanke mich, tschüss. 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 Ja, Erwin Kosteder, eine echte Legende. Wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und hoffentlich ein Wiedersehen ganz bald auf dem Biberer Berg. Von der Legende schlechthin zu einem, der noch eine Legende werden will, ja, der Kickers Maulwurf Schorsch. Letzte Woche stand er ja nur einen Schritt vor dem Abgrund. Heute, ich will nicht sagen, ist er einen Schritt weiter, nee. Heute schauen wir mal ein bisschen auf ihn. Wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen und wollen euch mal zeigen, wie das Ganze so ja produziert wird und wer denn da genau in dem Schorsch-Kostüm steckt. Hier also unser Bericht. Hi. Da hast du einen neuen Freund gefunden. Ja, hier, das ist mein kleiner Schorsch hier. Okay. Hat der richtige Fußballverein sich ausgesucht. Ist das dein Co-Pilot oder was? Ja. Okay. Den nehme ich mal mit auf den Bash nächstes Mal. Was gibt's denn da Tolles auf dem Marktplatz? Ja, da gibt's immer Wochenmarkt dreimal die Woche und da gibt's einige Gaststätten und Restaurants. Aha. Und sind die gut, die Gaststätten und Restaurants? Bis auf eine sind sie alle gut und die beste ist meiner Meinung nach das Markthäuschen. Ah, dann würde ich gerne dorthin, bitte. Okay. Ja. Und was gibt's da Tolles im Markthäuschen? Warum ist denn das so gut? Also da gibt's gutes Essen, gute gutbürgerliche Küche, aber auch mal so ein bisschen was Ausgefallenes. Aha. Gute Getränke. Mhm. Der Inhaber ist der Erik Wünsch, das ist auch ein guter Kunde von uns Taxifahrern. Ah, sehr gut. Ja, und ist der auch Kickers-Fan? Der ist auch Kickers-Fan. Alles klar, dann bitte sofort ohne Umwege dorthin. Das machen wir. Super. Oh, hallo Erik, grüß dich. Ja, du würdest da sitzen, ich glaube, das wird passen, wäre okay. Ja, gut. Ich vielleicht nicht, oder was? Hä? Ja, wo kommst du her? Aus Frankfurt oder wo? Mein lieber Josh, du. Mein lieber Jolly, geht's dir sonst gut? Ja, dann ist ja gut. Das ist schön, diese. Ich hab grad geguckt. Rot. Hallo! Huch. Ach, Schorsch, was machst du denn hier? Oh, du kennst mich. Bist du der Erik? Ich bin der Erik, ja. Ah, der Taxifahrer hat mir gesagt, ich soll unbedingt da mal bei dir vorbeischauen, weil du bist auch Kickers-Fan. Das auf jeden Fall, ja. Ich bin auch ein Lied über dich. Echt? Über mich? Kennst du das auch? Oh, Schorsch, ist das schön. Oh, Schorsch, ist das schön. Ein Appleboy geht immer nein, ein Appleboy geht immer nein. Fan zu sein, ein Fan von dem zu sein, vom geilsten Club der Welt zu sein, ein Fan vom OFC zu sein. Oh, Schorsch, ist das schön. Wie findest du das? Ja, ich find's mit dem Appleboy ein bisschen schöner. Okay, ich geh wieder. Okay. Mal raus? Ja, mal raus. Sehr schön. Und für dich habe ich sogar hier noch das passende Gerippte. Ah. Denn nur die echte Kickers-Nas geht in dieses Schoppeglas. Ha, ja, dann ist es für mich genau das Richtige, weil ich bin ja die größte Kickers-Nas überhaupt. Okay, zeig mal. Ja, das funktioniert prima. Danke, danke, danke. Du, ich kenne das Lied aber ein bisschen anders. Willst du es mal von mir hören? Okay. Oh, Schorsch, ist es schön. Oh, Schorsch, ist es schön. Ein Fan zu sein, vom geilsten Club der Welt zu sein, ein Fan vom OFC zu sein. Oh, Schorsch, ist es schön. Na, wie hat dir das gefallen? Ja, ich finde die Version mit dem Apfelwein, finde ich wesentlich besser. Echt? Ja. Na, noch fand ich dich ganz nett bis jetzt. Okay, ich gehe. Okay, raus.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch an Norbert Wöller, der den Schorsch spielt und auch ganz alleine produziert. Also das ist wirklich eine tolle, große Leistung. Danke, Norbert Wöller. Und genau, ja, Norbert ist genau der Puppenspieler, der auch 22 Jahre lang, also von Anfang bis Ende, den Captain Blaubär gespielt hat. Und selbst mit dem Captain Blaubär hat er ja damals, das hab ich euch ja auch mal gezeigt, die Kickers-Fahne hochgehalten, als es da in so einem Stadion-Dreh dazu kam, hat er den Kickers-Schal angehabt. Also danke, Norbert Wöller. Ja, und die ganz große Spannung, die war ja in dieser Woche da. Das heißt, am Mittwoch haben wir auf die Politik geschaut. Was wird dort entschieden? Und heute, beziehungsweise am Freitag, war es so, hat alles auf die Regionalliga Südwest geschaut. Wir wollen wissen, kann und wird es weitergehen? Wenn ja, wie? Und das kann uns jetzt unser Geschäftsführer beantworten, Thomas Sobotzik. Ja, wie war es denn heute? Telefonkonferenz, beziehungsweise Videokonferenz war es ja. Alle Vereine waren zugeschaltet. Was ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis ist noch nicht final. Also alles, was ich sage, ist jetzt unter Vorbehalt. Aber es sieht jetzt so aus tatsächlich, dass wir noch in diesem Jahr weiterspielen. Finde ich schon, dass das jetzt auch für uns alle hier intern und auch für unsere Fans, für unsere Spieler schon auch irgendwo ein kleiner Erfolg ist, auch wenn wir dadurch noch keine Punkte gewonnen haben. Aber wir haben uns ja bekanntlich dafür sehr eingesetzt und das zeigt auch wieder, ja, dass man auch in vermeintlich aussichtslosen Situationen immer weiterkämpfen muss. Das haben wir getan und ja, fühlen uns schon so ein bisschen, ich will nicht sagen als Sieger, aber auf dem richtigen Weg, dass man unserem Gedanken auch stattgegeben hat und jetzt unter Vorbehalt das so auch weiterführen wird, die Liga. Unter Vorbehalt deshalb, weil wie uns der Verband heute informiert hat, liegt derzeit eine mündliche Aussage des Ministeriums aus Rheinland-Pfalz vor, nach der eben dann das Ministerium dort der Regionalliga nun doch den Profi-Status oder Berufsstatus oder wie auch immer zugesprochen hat. Und demnach würde man ab dem 1.12. auch in Rheinland-Pfalz auch spielen und trainieren dürfen. Somit steht dann einfach dem Plan nichts im Wege, wie das die Regionalliga Südwest in der letzten Telco bereits mitgeteilt hat, dass dann eben ab dem 12. Dezember dann weiter spielen würde. Und das würde ja bedeuten für den OFC, dass auf jeden Fall noch 3, vielleicht sogar 4 Spiele stattfinden? 3 bis 4 Spiele, ja, genau so ist das, denn wir haben laut dem heute vorgelegten Plan, sag mal, unter Vorbehalt in Klammer am 22. Dezember noch das vermeintliche Nachholspiel in Balingen. Da ist aber jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bekanntlich liegt der Fall beim zuständigen Schiedsgericht, das noch, denke ich, dann vor diesem Termin eine Entscheidung treffen wird, ob das seinerzeit alles so rechtens war, was da abgelaufen ist. Von daher unter Vorbehalt. Ansonsten würden noch laut dem ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Plan dann noch 3 Spiele stattfinden und wie gesagt das Spiel Balingen in Klammer. Das heißt also, wir werden den OFC jetzt wieder richtig auf dem Rasen sehen, sowieso. Es wurde ja auch teilweise eben trainiert und wir werden auch noch ein Heimspiel haben. Wir werden vielleicht sogar noch 2 Heimspiele haben, denn es ist so vorgesehen, dass wir eben dann das Spiel gegen Hessen-Kassel noch in diesem Jahr haben werden. Und da könnte sogar noch sein, dass es vorgezogen werden kann, sofern Hessen-Kassel dem auch zustimmen würde. Denn soweit wir da im Bilde sind, waren die auch jetzt permanent im Training, die durften ja trainieren. Glühen jetzt momentan auch schon die Drähte. Der Bernd Winter, unser Teammanager, ist da schon in Kontakt mit den Kasselern, ob wir dann möglicherweise den Spieltag auf den 5. Dezember sogar vorverlegen würden. Sofern all das eintritt, was ich vorher angesprochen habe. Ja, anscheinend, wie gesagt, sollen dann sonntags dann die schriftlichen Beschlüsse vorliegen, weil eben diese Verfügung zum Ende November eben ausläuft, sodass am Montag, dem 1., eine Rechtssicherheit herrschen muss. So wurden wir eben vom Verband dann informiert. Deshalb, wie gesagt, final wird es dann erst wirklich auch erst Montag verkündet werden können, wie es dann konkret weitergeht. Und ja, dann hoffen wir, dass es auch so alles kommt, wie das heute übermittelt worden ist. Und ja, wie sagt man, zusammen schaffen wir es. Ne? Ja, jetzt seid ihr rundum informiert. Danke, Thomas Sobotzik.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch mal ganz herzlich bedanken für die Mails und Ermutigungen, Schulterklopfer und so weiter, was You'll Never Talk Alone angeht. Euch gefällt's. Das freut uns natürlich sehr. Und ihr wisst, klar, am liebsten würden wir Kickers live übertragen, aber dann muss eben diese Sendung her, damit ihr euren Samstag in Kickers Manier sozusagen bekommt. Und das und vieles, vieles mehr, was wir machen, Pressekonferenzen und Spielerporträts, wie gesagt, die Live-Übertragung, all das machen wir in großem, großen Aufwand. Das heißt, der OFC betreibt sein Fanradio und Kickers TV und wir brauchen eure Unterstützung. Das heißt, dein Beitrag, schau bitte, ob du für diese Saison schon deinen Beitrag entrichtet hast. 40 Euro braucht's und das eben für die ganze Saison. Ja, und jetzt muss man überlegen, das ist eigentlich sehr, sehr wenig, denn man kann auch 2x20 Euro zahlen, wem das auf einmal zu viel ist. Also Vorrunde, Rückrunde kann man sich einteilen. Oder 3,33 € im Monat, haben viele gemacht, also einfacher und billiger geht's nicht. Jeder hat 3,33 €, denke ich, über im Monat. Und so kannst du dem OFC etwas zurückzahlen. So kannst du mithelfen, dass Kickers TV finanziert wird. Ganz herzlichen Dank all denen, die das schon getan haben und auch denen, die das jetzt noch machen werden. Und hier noch ein kleines Motivationsvideo dazu. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. Jawohl, seid dabei. Herzlichen Dank euch allen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, dass wir unseren Stargast zuschalten. Und da sind wir ganz gespannt, ob die Schalte funktioniert. Und wenn alles klappt, dann müsste jetzt unser Genie-Streichtorschütze Tonai Dennis zugeschaltet sein. Ist er da? Servus. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Tja, es ist Samstag Mittag und wir dürfen kein Spiel übertragen, es ist nichts da. Das heißt, so ein halber Shutdown, blöde Geschichte auch für euch. Ihr würdet auch ständig gerne lieber spielen, oder? Ja, natürlich. Also jetzt, dass die ganzen Spiele ausfallen, ist natürlich nicht so gut für uns alle. Wir wollen halt natürlich jedes Wochenende ein Spiel haben und ja, jetzt verschiebt sich halt alles nach hinten. Die Spiele werden wahrscheinlich irgendwo dazwischen gequetscht und werden wahrscheinlich dann nur noch englische Wochen haben. Und das ist verdammt anstrengend. Ja. Ich habe das in der Anmoderation vorhin schon mal gesagt. Du bist ja sowas wie ein Instinktfußballer, so will ich es mal sagen. Und wir denken natürlich gerne an deinen Geniestreich da zurück. Ich weiß, wo war es, glaube ich? In Pirmasens, glaube ich, war das, ne? In Pirmasens, genau. Ja. Du hast gesagt, du hast das sowas schon öfters mal gemacht. Aber wie ist das, wenn man da so taktische Vorgaben bekommt, dann ist man ja in so einem gewissen Korsett. Und so ein Instinktfußballer, der braucht ja auch so ein bisschen Freiheit. Wie geht's dir damit? Ja, natürlich. Also wir bekommen da schon die ganzen taktischen Anweisungen auch vom Trainer. Aber ich denke, im Spiel ist natürlich auch wichtig, dass da jeder seine individuelle Klasse auch an den Tag legt, sage ich mal. Und so versuchen wir halt dann auch die Spiele zu gewinnen. Wie ist denn im Moment so die Stimmung in der Mannschaft? Ich denke, das ist doch irgendwie eine blöde Geschichte, wenn man nur trainiert und nichts Richtiges um Punkte zu spielen ist. Ja, natürlich. Also ist man schon genervt, aber ich denke, wir sehen das immer positiv. Gesundheit geht natürlich immer vor und wir versuchen einfach das Beste draus zu machen, einfach weiterhin Gas zu geben im Training und uns auch natürlich bestmöglichst dann fürs erste Spiel auch vorzubereiten. Ja, nächste Woche soll es ja dann nochmal ein interessantes Testspiel geben und da werden wir das dann auch wieder übertragen. Das wird dann wieder etwas spannender, die ganze Geschichte. Komm mal ein bisschen auf dich zu sprechen, denn du bist ja auch außerhalb des Platzes ein interessanter Typ. wenn man zumindest deinen Social-Media-Kanälen folgt und nicht nur deinen, du hast ja auch eine Frau, die da sehr umtriebig ist. Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da genau? Ja, also wir sind sehr aktiv auch in den sozialen Netzwerken, sei es Instagram oder auch YouTube. Und ja, wir versuchen da halt viel auch von unserem Alltag den Leuten zu zeigen, weil es
die Leute einfach interessiert, wie wir so leben, wie man als Influencer, was ja meine Frau in dem Sinne ist, wie die so lebt. Und natürlich interessieren sich die Leute auch über meinen Beruf, über den Fußball, weil es jetzt auch nicht so alltäglich ist, dass man Fußballspieler ist. Und ja, wir versuchen halt da die Leute einfach mitzunehmen überall. Und ich denke, bisher gelingt uns das ganz, ganz gut. Ihr habt ja da eine große Follower-Community, ne? Welche Kanäle nutzt ihr genau und wie sind das eure Kanalzahlen? Also welche Kanäle wir jetzt nutzen? Ja, Instagram, genau, also glaube ich, ne? Instagram, genau, Instagram und YouTube. Die zwei Kanäle eigentlich hauptsächlich und ja, versuchen da einfach die Leute mitzunehmen. Bei uns wird auch viel gekocht, also bei meinem Kanal geht es eigentlich fast nur ums Kochen. Und meine Frau versucht da halt über Beauty bis hin zu Lifestyle. Travel ist gerade schwierig durch die Corona-Phase, aber genau, sie versucht da halt alles den Leuten dann zu zeigen. Und ja, die Leute interessiert es auf jeden Fall. Was interessiert die Leute da so am meisten, wenn so ein Umzug stattfindet oder ein bestimmtes Kochgericht oder irgendein neues Kleid oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also so ungefähr. Also man denkt sich halt ein Rezept aus sozusagen und kocht das einfach auf seine eigene Art und Weise. Und die Leute kochen das halt nach oder backen das nach, wenn es halt ein Kuchen oder ein Dessert ist. Und das inspiriert die Leute einfach. Also wir sind auch Inspirationspersonen sozusagen, weil viele haben halt auch nicht so viele Ideen, zum Beispiel wie sie sich auch stylen sollen. Da ist halt meine Frau dann wieder gefragt, macht da halt ein paar Style-Tipps oder halt was in Pflege sozusagen eingeht, was für Pflegesets man benutzen könnte, wodurch man halt deinen Körper oder halt auch dein Gesicht in dem Sinne reinigt. Und ja, da versucht sie halt viele Informationen zu geben und ich denke, das inspiriert die Leute auch und interessiert sie auch. Sind das dann immer Kanäle, die euch beide betreffen, die euch beiden gehören oder hat jeder seinen eigenen Kanal? Nee, jeder hat schon seinen eigenen Kanal, aber wir sind auch oft eigentlich zusammen unterwegs, also die Vlogs drehen wir eigentlich auch zusammen und ja, also in beiden Kanälen ist eigentlich jeder von uns zu sehen, mehr oder weniger, aber es sind zwei getrennte Kanäle in dem Sinne. Jetzt sind das ja bei euch schon fast ernstzunehmende Zahlen, also sogar deutlich mehr als OFC-Follower hat. Ich glaube, ein Kanal geht so weit über die 100.000 sogar raus, ist das richtig? Genau, genau. Also meine Frau hat jetzt knapp 200.000 Follower auf Instagram und bei mir sind es, glaube ich, knapp über 20 und ja, es ja. Macht uns einfach Spaß, auch eine Abwechslung zu haben. Zu unseren normalen Berufen natürlich. Ja, und soll das vielleicht auch irgendwann mal der nächste Job sein? Geht das in diese Richtung oder ist das nur so ein Spaß nebenbei? Ja, also es könnte ein Beruf sein, was man vielleicht nach der Karriere so annehmen könnte. Aber ich mache mir da keinen Stress oder keinen Druck und sage jetzt nicht, ja okay, das will ich auf jeden Fall machen. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Wir haben momentan Spaß dabei und ja, ich denke, wenn man Spaß an seinem Beruf hat, sollte man das weiterhin machen und ja, so gehen wir das Ganze eigentlich an. Kommen wir wieder auf dich und deine fußballerischen Leistungen zu sprechen oder überhaupt beim OFC. Du bist ja noch relativ neu, kamst im Sommer neu nach Offenbach. Wenn du das jetzt so die letzten Monate mal unabhängig jetzt von Corona die ganze Problematik siehst, ja, wie zufrieden bist du? Hast du es bereut oder sagst du, wow, hat sich gelohnt, das passt? Nee, also ich denke, ich bin wirklich super zufrieden. Wie ich auch schon immer am Anfang gesagt habe, ich wurde super aufgenommen von der Mannschaft, sei es auch vom Geschäftsführer, auch vom Trainerteam. Und ich fühle mich eigentlich super wohl. Die Stadt ist super, also die Fans sind natürlich grandios, wobei wir jetzt nur maximal unter 3.000 400 oder so, glaube ich, waren es, gespielt haben. Aber ja, also die Atmosphäre, deswegen ist man eigentlich auch zu dem Verein gekommen wegen den Fans, weil es halt hier so eine tolle Atmosphäre ist. Aber also ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden, hier zu sein und versuche natürlich durch meine Leistungen hier das Bestmögliche halt auch
für den Verein sportlich auszuholen. Weil du über die Fans sprichst, das Beste hast du ja eigentlich gar nicht miterleben können, jetzt Corona-bedingt. Normalerweise ist es so, dass alle Neuen oder überhaupt die ganz neue Mannschaft dann immer am Marktplatz sozusagen, also am Wilhelmsplatz, vorgestellt wird mit großer Bühne und Rauch. Und das sind Tausende von Menschen, die einem zujubeln, Autogrammstunden und so weiter und so fort. Und dann, ja, ähnlich ist es dann im Stadion auch. Das haben wir ja dann auch damals übertragen, aber halt ohne Zuschauer. Aber so richtig den Offenbacher Fan an sich hast du ja so noch gar nicht richtig erleben können. Also da darfst du dich noch auf was freuen. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich da auch wirklich sehr, dass endlich mal diese Corona-Zeit sozusagen vorübergeht und dass wir endlich mal auch die Siege zu Hause oder auswärts auch mit unseren Fans einfach feiern können. Also darauf freut sich, glaube ich, die ganze Mannschaft. Jetzt hast du ja schon viel unterschiedliche Clubs gesehen, warst damals auch in Steinbach-Haiger und bist auch rumgekommen, auch im Ausland, in der Türkei zuletzt da auch gespielt. Was sagst du so zum Niveau jetzt hier deiner Mannschaft? Ja, also das Niveau ist wirklich sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Im Ausland habe ich ja auch in der zweiten Liga gespielt. Und ich denke mal, da ist natürlich auch das Niveau sehr, sehr hoch. Aber jetzt, wenn man vergleicht, ist man jetzt wirklich nicht viel weiter entfernt davon. Und deswegen denke ich auch, dass die Südweststaffel einer der stärksten Regionalligen ist hier in Deutschland. Also du meinst, da kann und soll noch was gehen. Ich meine, die jetzt oben stehen, vor uns stehen, die sind ja noch in Schlagdistanz. Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue mir eigentlich meistens die Tabelle nicht an, weil es ist einfach noch viel zu früh und es sind noch viele Spiele zu spielen. Also so viele Spiele musste man, glaube ich, in einer Saison noch nie spielen. Und deswegen, da sind noch viele Punkte zu vergeben, da wird sich noch einiges tun. Jetzt hast du den Samstag sozusagen im Lockdown und den Sonntag noch ein bisschen. Dann geht es wahrscheinlich wieder los mit Trainieren. Was macht man da so, wenn man jetzt ja fast ein bisschen noch mehr Zeit hat? Was machst du, ich sag mal, jenseits deiner Social-Media-Kanäle und Fußball? Ja, jenseits davon mache ich eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht viel. Rausgehen ist auch nicht. Also ich verbringe eigentlich die meiste Zeit zu Hause mit meiner Frau. Wir haben auch noch einen Kater zu Hause. Und ja, eigentlich die meiste Zeit dann auch vor dem Fernseher. Wir schauen uns halt Filme an oder Serien. Und ja, man genießt einfach die Zeit so mit der Familie. Dann sage ich dir erstmal ein herzliches Dankeschön. Hat Spaß gemacht und ja, noch mehr Spaß macht's, wenn wir den Genie und diesen Wahnsinn, den du da manchmal so vollführst, wieder auf dem Platz sehen können. Ganz herzlichen Dank, mein Lieber, und schönes Wochenende noch, ne? Alles klar, Dankeschön, Lars. Schönes Wochenende euch auch. Danke, ciao, ciao. Ja, klasse Typ, unser Tonai. Das war doch wieder sehr, sehr interessant. Hat Spaß gemacht. So, und jetzt hoffen wir, dass wir nächste Woche ja wieder richtig Kickers live erleben, also dass wir eine Live-Übertragung machen können. Ich denke, da steht ein richtig interessantes Testspiel an. Wir sind ganz gespannt und halten euch auf dem Laufenden. Also, haltet den Kontakt zu uns und überprüft, ob ihr schon Unterstützer seid. Und ich wünsche euch alles Gute. Rot-weiße Grüße. Ciao, ciao, ihr Leute. Macht's gut. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht.